Hallihallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und dem Let's Test angespielt zu Stream Manager. Livestreamer oder ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Warte, ich schau kurz nach. Stream Live Simulator. Okay, fast. Genau, wir haben die letzte Folge angefangen und sind hier in dieses Haus eingezogen und haben uns OBS geladen, haben bei Amazon diverse Sachen bestellt, wie zum Beispiel ein Klo. Haben unser Bett hier aufgebaut. Meine Bestellung kommt nicht an. Und das Tutorial erstmal abgeschlossen. Und jetzt müsste ich, wenn Steam da ist, endlich auch was spielen können. So, aber gucken wir erstmal, wie wir sonst noch zu Geld kommen. Workers oder Freelancers? Schauen wir mal rein. Weil ich habe ja eigentlich noch keine Reichweite, ob ich dann überhaupt schon mit Spielen Erfolg haben kann, um Geld zu kriegen, weiß ich gerade nicht, bezweifle ich. Coding, Job übernehmen, Eintrittsgebühr. Eintrittspreis, Gebühr. Coding. Großbildung zahlen aus dem Code R6J9. R6J9. Groß geschrieben, okay. A42FX. Groß A. Muss ich das jetzt eingeben? Beispielcode A42FX. Must start with code. Ich bin sehr hungrig, ja. Ich habe aber kein Geld zum Essen. Code. Entered key must start with code. Beispiel Code. Das verstehe ich schon mal nicht. Ein großes A sehe ich hier auch nirgends. Markieren kann ich hier aber eh nicht. Komisch. Dann gucken wir doch mal bei Workers rein. Sagt eigentlich mein Telefon. BZWM. Hack blockiert, okay. Stellen Sie einen Moderator für Stream ein. 167 habe ich noch. Ein Moderator. Ne, dafür habe ich gar kein Geld. Aber irgendwie klappt das hier mit meinem Telefon in dem Nachrichtenabrufen noch nicht. Sound Alarm. Drehen Sie das umgestürzte Auto wieder in den Normalzustand. Okay. Benzin. Achso, das kostet. Hause bringen, Auto. Achso, okay. Computer verlassen. Kalorien-App. Taschenlampen-App. Wecker. Nein, danke. Okay, ich kann eigentlich gerade nicht mehr machen. Ich bin sehr hungrig. Ich sollte mir vielleicht was zu essen bestellen. Aber wo bleibt meine Dusche, bitteschön? Und es ist doof, dass ich nur das gesamte Geld verschicken kann, nicht kleine Beträge. Komm, hole ich mir nochmal zwei Doritos. Kann ich eigentlich die Wartezeiten überspringen, indem ich in dem Moment was anderes mache? So, das Auto ist jetzt hier. Ah, die Toilette kostet. Dann nehme ich doch lieber meine eigene. Dankeschön. Ich vermute fast, dass die
Bestellung gar nicht richtig abgeschickt wurde. So, wo könnte man noch Geld herkriegen? Jobking. CD-Jobking.com Jobs. Mach dich an die Arbeit. Kostet 28 Energie. Weiß jetzt nicht, wie viel Energie ich habe. Pizzalieferant, Kassierer, Taxifahrer, Uber-Driver. Das. Achso, das ist zu einer anderen Uhrzeit. Es ist 19:26. Kann eigentlich gerade nichts davon machen. Dann mache ich mal das da, Pizza. Kann ich das noch spielen jetzt? Du solltest duschen. Ja, wenn meine Dusche mal ankommen würde, würde ich das gerne tun. Ja, danke. Ist hier eine freie Dusche? Ich gucke jetzt nochmal, ob ich irgendwie die Bestellung vielleicht nicht abgeschickt habe. Wo war das? Amazon. Ich habe eine Mail. Bestimmt muss ich zur Arbeit. Bei der Arbeit. Die Arbeit kann ihre Arbeit bewerten. Okay. Das ist ja nicht gut. Amazon. Bestimmt ist es noch im Warenkorb. Aber ich habe kein Geld. Also eigentlich müsste es bestellt sein. Muss ich mal mit dem Amazon Kundenservice sprechen? Ja, es ist bezahlt. Meine Bestellungen. Noch nicht geliefert. Ja, das merke ich. Vielen Dank auch. Dann gucke ich mal, was mich hier erwartet. The Mitcher für 110. Machen wir mal erstmal hier Counter-Strike. Wird heruntergeladen. Stream Key. Schade, ich hätte gehofft, dass ich mich an dem Hydranten waschen kann. Anderen Leuten reingehen geht scheinbar auch nicht. Alter, wer bist du denn? Ich kann nichts kaufen, weil ich stinke. Hier ist ein Pet Shop. Ich würde ja gerne. Okay, hier kann man Geld einzahlen. Ich kann eigentlich gerade nichts machen. Ich warte sehnsüchtig auf die Dusche, die nicht geliefert wird. Warten wir mal einen Tag. Bis dahin ist hoffentlich auch der Steam-Download fertig. Da ist er. Duschen. So, es hat Energie gekostet. Sollte mich gleich nochmal duschen. Jetzt bin ich hygienisch. So, ich sehe nicht, wie spät es ist. 9 Uhr. Dann habe ich ja noch Zeit, um eine Runde. Oh nein, zu zocken. Ja, hallo. Muss der Computer nochmal starten? Scheinkleister. Ich will das jetzt nicht machen. Okay, es ist da. Steam wird immer noch heruntergeladen. Wie lange braucht denn das? Oh nein.
Da stand, wird runtergeladen. Dann gehe ich doch davon aus, dass er das tut. Und ich habe nur 50 GB in Line Steam, Counter-Strike nimmt 24 weg. Das dauert jetzt natürlich nochmal. Na toll. Kann ich vielleicht mehrere Jobs annehmen? Ich habe ja gerade eh nichts zu tun. Das eine war ja eine Nachtschicht oder eine Spätschicht. Der Pizza-Job. Jetzt stinke ich ja zum Glück auch nicht mehr. So, 14 bis 16, das könnte ich da auch noch annehmen. Oder Öffnungszeiten 17. Derzeit, ach Mist, ich kann scheinbar nur einen Job haben. Dann muss ich scheinbar warten. Tja, was machen wir bis dahin? Spiel ist nicht bereit. Arbeiten kann ich nicht. Ich würde sagen, ich bestelle mir erstmal noch ein Dorito. Und dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für Zorn King. Zorn Hub. Nur mal reingucken, was uns da erwartet. Vielleicht sollte ich das lieber nicht machen mit dem Computer hier. Der ist so langsam, nicht, dass ich mir gleich ein Virus hole oder so. Essen ist da. Wegen Corona-Zeit dann packen wir es einfach vor die Tür, wie es scheint. F ist eine Taste, die irgendwie mehrfach belegt ist. Wenn ich mich irgendwo hinsetze, dann benutzt er auch das, was ich in der Hand habe gerade. So, bist du fertig? Nein, sag nicht, ich muss die ganze Zeit hier auf den Dings gucken. Tja, das ist ja mal doof gemacht. Dann warten wir mal und in der Zwischenzeit verstreicht die Zeit. Und wir müssen bald zur Arbeit. Ich weiß noch nicht mal, wo die Arbeit ist. Kann ich das mit dem Handy vielleicht schon mal googeln? Job King. Pizza. Taxifahrer, Lieferjob. Sexschuppen, Katzenladen, Tierhandlung. Immerhin macht er noch weiter. Kann ihre Arbeit bewerten. Aber es ist ja eigentlich gleich um die Ecke, oder? Na, ich sag mal, ich gehe 15 Uhr los. Oder 15:30 Uhr, dann habe ich 1,5 Stunden zur Arbeit zu kommen. Vielleicht sollte ich aber nochmal duschen vorher. Krass, ey, wo lebe ich denn hier, dass ich da so schnell anfange zu schwitzen? Das ist im Hintergrund, oder? Okay, dann würde ich sagen, Meter.
Sollte ich vielleicht mit Auto hinfahren? Das wird dann vielleicht doch noch knapp von der Zeit her. Uhr. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die direkte Strecke, wo auch immer mich das langführen wird. Aber sonst wird es von der Zeit her kritisch. Nur auf Bäume muss ich aufpassen. Große Bäume. Meine Schicht fängt gleich an, los! Ich habe geschwitzt. Oh, komm schon. Ich hoffe, mein Auto hat keinen Schaden. Aber ich bin recht nah. Ich gewusst, dass das so weit weg ist, hätte ich mir einen anderen Job gesucht. Okay, wie steige ich aus? Cool. Ist doch schön geparkt hier, oder? Das reicht doch. Was sagt die Uhr? 17:03. Na dann los. Go, go, go. Passiert das automatisch? Starten Sie Ihren Pizzajob. Ich glaube, es war vorbei jetzt direkt. 21 Uhr, ja. Kann ich nicht hier wohnen? Das sieht viel schöner aus. So, es gab hier doch irgendwie so eine Auto-App. Was macht die denn? Was bedeutet das? Benzin 90. Das kann ich auch nicht jeden Tag fahren. Das habe ich jetzt bekommen eigentlich. 245. 192 habe ich bekommen. Dann doch lieber zurück und zocken. Aber ich sollte mir die Karte, sonst finde ich nicht zurück. Dort bin ich. Dort ist mein Haus. Haus 1. Haus 2 müsste es ja eigentlich sein. Es passiert nichts. Jetzt macht er was. Die Markierung ist falsch. Ich kam von links gerade, würde ich meinen. Und ich war ja 1000 entfernt. Und nicht nur 700. Das da kommt eher hin. Geronimo! Krass. Hast du überschlagen? Okay, auf Highspeed ist Lenken echt schwer. Bäm! Aber andere Autos werden scheinbar gar nicht davon berührt, dass ich sie erwische. Die bleiben auf der Straße, nur ich. Ich habe geschwitzt.
So. Essen geht. Toilette vielleicht. Und es ist fertig. Okay, was mache ich jetzt machen? Heruntergeladen, sagte doch. The Past of Us. Spielen tut er jetzt trotzdem nicht. Warum? Das Mikrofon hat er auch erkannt. Ich finde, das Spiel hätte deutlich mehr Tutorials irgendwie verdient. Glücksspiel, Statistiken, Toilette, Essen, Gesundheit. Spiele spielen, laden Sie die App in Steam runter, habe ich, und kaufen Sie Spiele, habe ich. Sie erhalten FPS in Spielen, die auf der Leistung Ihres Computers basieren. Sie müssen Ihre Ausrüstung aufrüsten, um flüssiger zu spielen. In einigen Spielen können Sie durch die Teilnahme an Turnieren zusätzliches Einkommen gewinnen. Ja, nice. Blender abonnieren, lernen Sie den Veröffentlichungsschlüssel kennen. Sie müssen OBS herunterladen, Sie können das von der Website Apps herunterladen, habe ich. Sie können die Anwendung Streamlab installieren, um Spenden und Abonnenten anzuzeigen. Sie sollten eine Bitrate basierend auf der Upload-Geschwindigkeit festlegen. Na dann, Speedtest. Es ist 2 Uhr morgens. Ich sollte vielleicht schlafen gehen. Sieht wirklich aus wie Speedtest. Aber die Verbindung sieht nicht gut aus. 2 Mbit. Ein Mbit Upload. Oh, jetzt werde ich schon wieder gehackt, oder was? A, E, D, C. A, E, D, C. Wieder Lukas. Was will dieser Lukas von mir? Ich habe ihm nichts getan. So, okay. Dann hieß es Blender abonnieren. Boah, wäre diese Webseite nicht so langsam? Anmelden. Ich hatte mich bisher nur registriert. Blender Prime. Ja, warum nicht? Partner werden dauert. So, Partner werden. Ich habe geschwitzt. Anmeldung. Was haben wir hier? Okay, Dunkelmodus natürlich. Dashboard. Abonnentensymbol. Machen wir mal nicht das Standardding. Nehmen wir mal das da. Ne, ist eine Katze. Möchte ich nicht. Nehmen wir das wieder unten. Stream Key 6673. Okay, OBS. 6673. Passt. Upload 1 Mbit würde auch passen. Streamqualität 144. Vorhin eine Bitrate. Ach so. Nee. Passt. Ich habe keine Kamera. Starte den Stream. Stream-Einstellung. Kamera geht nicht. Just chatting. Passiert hier was? Ein Zuschauer. Schön meinen Stream Key zeigen, das sollte man ja unbedingt machen. Niemand schaut sich den Stream an. Ja, okay, danke. Hey, ich bin aus Staub.
Kunst ist langweilig. Sprechen Sie über schöne Bilder. Du siehst wie mein Bruder aus. Ich habe nicht mal eine Kamera. So, klappt denn jetzt hier mal Counter-Strike zu spielen? Es gibt zwar keinen Grund, tu nichts. Schrei, tu nichts. Gibt es eine Lotterie auf diesem Kanal? Nein. Sie sind fettleibig und sitzen am Computer. Ihr seid alle dumm. Ja, tut mir leid. Okay. Stream. Counter-Strike. Jetzt passiert was. Ah. Weil mich das glücklich macht. Ich habe deinen Stream gemeldet, weil mich das glücklich macht. OBS. Jetzt möchte ich es auch nochmal in die Stream-Einstellung. Nee, da nicht. Aus diesem Just Chatting raus. Und zwar Spiel. Halt, hat er die richtige Dings drin? Ich glaube ja. Spende erhalten. Meine erste Spende. Geben Sie die IP ein. Ich brauche eine IP, um spielen zu können. Rangliste. Ich habe Pommes und Cola gekauft. Ich habe den Strom geschlossen, weil ich so müde war. Ach, lol. Warum sagt er nichts? Er kann doch nicht mittendrin meinen Stream abstürzen lassen. Okay. Dann erstmal schlafen. Billkorb. Und wo sind die Rechnungen? Ich habe keinen Briefkasten. Und ich habe Hunger. Und ich muss bald schon wieder zur Arbeit. Ich habe keine Lust. Ein Kühlschrank wäre vielleicht mal ganz praktisch. Also ich merke schon, das Spiel macht es einem echt nicht leicht, überhaupt reinzukommen. Aber wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten fast, deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ein Dorito essen. Kriegt man das mit, wenn der Dings kommt? Hallo, ich hab Hunger. Los, taucht einfach auf.11 Uhr, na dann. Lass uns doch noch mal eine Runde streamen. Jetzt ist das Spiel drauf. Der kann schon mal die Rangliste starten. 10 bis 20 Sekunden. OBS schon mal anmachen. Stream Game starte. Passt. Passt. Wenn es langweilig ist, lösche ich den Blender. So, ich bin natürlich Antiterrorist. Kann man das im Vollbildmodus spielen? Nein. Oh. Das ist wie das echte Counter-Strike, ist ja lustig. Auch wenn es super unpräzise aussieht.
Okay, das war's. Leute, hier ist einer. Ich habe schon 3 Abonnenten und 11 Zuschauer, Alter, wenn das so schnell gehen würde. Vor allem mit 3 Abonnenten 11 Zuschauer zu haben. Was ist das? Gesamtanzahl der Follower. Die Terroristen haben gewonnen. Nochmal das Ganze? Ne, diesmal gehe ich dort lang. Ist echt die gleiche Karte. Bombe? Ich werde hier abgeknallt. Alter, wo sind denn alle? Ernsthaft? So, was sagen die Zuschauer? Guten Morgen. Ich habe 2 Dollar und ich kann Sub sein, wenn ich 3 weitere Dollar finde. Wie lange hat der Stream begonnen, dass da echt Bots sind? Auch der Mixin lernte meine. Ich bezahle für dieses Internet. Victory. Hey, mein Team hat gewonnen. Fight. Da war einer. Oh, komm schon. Wenn die Maus mal so präzise wäre. Sieben Abonnenten schon. 21 Zuschauer. Was ist das da oben? Streamlabs wollte ich mir noch runterladen. Fällt mir gerade wieder ein. Komm, ich bin gerade tot. Victory. Ich warte mal kurz. Spielst du mit mir? Ich machte meinen Kaffee und kam. So, was wollte ich gerade machen? Ich wollte Streamlabs runterladen. Counter-Strike. Boah, schon wieder ein Hack. Mitten im Stream. Ich brauche eine Firewall vielleicht. BWZA. BWZA. Ich lebe noch. Das ist ja doof. Bin ich wieder in meiner Startposition? Nein! Oh, ey, diese ganzen Dings, die man klicken soll. Das war knapp. Defeat. Fight. So, letzte Runde. Dann sind wir hier fertig. Dann muss ich mir mal Streamlabs laden, dann kriege ich vielleicht Geld. Oh, ich müsste eigentlich auf Arbeit sein. Oh, das ist aber doof. Lohe hat er durch die Wand geschossen. Okay, aber das ist auch typisch Counter-Strike. So, den Chat mache ich mal beiseite, weil das nervt nur im Spielfeld.
die Webbrowser. So, was wollte ich hier noch machen? Streamlabs. So, mein Team, wie sieht's aus bei euch? Der hat gerade immer noch geschafft. Antiterrorist gewinnt, das war meine Runde. Siegpunkte 16 und ich habe einen Erfolg bekommen, weil ich im Rang gestiegen bin. So, dann würde ich sagen, Schluss mit Stream. Der Stream war sowieso beendet, okay. Warum denn das? Das lädt noch herunter. Dann Toilette. Und ich bin müde. Tja, und eigentlich, wir sind bei 36 Minuten, sollte ich erstmal eine Pause machen, wie ich es eigentlich auch schon angekündigt hatte, glaube ich. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Gibt's hier sowas wie Speichern? Ich sehe nicht mal, wie ich rauskomme aus dem Spiel. Doch, da, Hauptmenü.